Was? Oh nee, oder? Ich wollte die Katze nicht überspringen. Ich musste aus dem Game, weil die Aufnahme aus war. Ernsthaft? Oh, fick dich doch. Egal. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist, sie ist schon so ähnlich wie die von Saints Row, die ich hier letztes Mal gesagt habe, hier, Missy, irgendwie sowas, glaube ich, hieß sie. Aber der Unterschied ist, sie ist hübscher. Das ist der Unterschied. Gut, also die hier, nicht die von Saints Row. Okay, so, ich muss mich irgendwo einklinken. Es sollte kein Problem sein, ins Orcom-Gebäude reinzukommen. Ich habe auf deinem Beat eine Datenschleuse markiert. Stell einfach mit deinem Handschuh eine Verbindung her, dann erledige ich den Rest per Remote-Zugriff. Okay. Lass einfach mit dem Handschuh drauf und dann passt es. Gut. Wie sieht's aus? Oh, hey Noah. Faith hilft mir dabei, Rechenleistung vom Orcom Gateway umzuleiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Laufwerksverschlüsselung zu knacken. Und die Gateway-Umleitung ist alles, was du dafür brauchst? Woohoo. Naja, möglicherweise muss ich für mich auch noch ein Bird-Note hacken. Möglicherweise okay. Oder auf jeden Fall. Ja, ist ja egal. Eine nähere Frage. Mein Gott, Noah, krieg dich ein. Mal an, die Antwort lautet auf jeden Fall. Diese Dinger sind ziemlich gut gesichert, Faith. Nur, dass du es weißt. Ich krieg das schon hin. Setz das Mag ein. Ich bin jetzt im Elkon-Gebäude. Was für ein Mag? Gut, die Datenschleuse ist ziemlich weit oben. Okay, also, super. Plastik, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Wieso fragst du mich das? Nur so, ich... Es wäre mir lieber, wenn du es nicht tätest. Okay, tut mir leid. Ja, und auch nicht auf meinem... ...ziemlich hohes WFYO-Büro. Sendermann. Vielleicht kommst du ja auf diesem Weg weiter nach oben und dann wieder zurück zu Allcom. Feind? Ich ballet dir ins Gesicht, Alter. Okay. Ich bin bei WFYO. Das Gebäude hat einen Aufzug mit Außenzugang. Habe ich. Könnte hilfreich sein, um nach oben zu kommen. Warte. Sehr gut. Okay. Okay, Noah hat dich gebeten, das gestohlene Laufwerk zu einer Hackerin namens Plessy zu bringen. Wissen wir, die sich als exzentrische Teenagerin entpuppte. Sie hat herausgefunden, dass das Gerät von Omnistate kommt. Cascadias aggressivem nordwestlichen Nachbarn. Um die komplette Verschlüsselung zu knacken, benötigt Plessy jedoch mehr Rechenleistung. Um das zu erreichen, hat sie dich zu einer nahen Elcom-Einrichtung geschickt. Sobald du dir Zugang zu ihr verschafft hast, musst du eine Datenschleuse umleiten und das sollte es gewesen sein. Zumindest baut bei Plessy das. Aha. Dieses Laufwerk ist faszinierend. Es hat eine gewaltige Speicherkapazität. Ich hätte nicht gedacht, dass Omnistate derart fortschrittlich ist. War der Typ, der es bei sich hatte, vermutlich ein Omnistate-Spion oder irgendwas in der Art? Auf jeden Fall. Dass es ausländisch ist, konnte sogar ich sehen. Aber Omnistate, die Sache muss für sie ziemlich wichtig gewesen sein, wenn sie dafür Agenten bis zu uns nach Glass schicken. Das würde vielleicht auch erklären, warum Krugersack die Sicherheit in letzter Zeit derart verstärkt hat. Ihr Grid-Traffic hat sich verzehnfacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriel Kruger sonderlich glücklich darüber war, inmitten seines kleinen Königreichs plötzlich auf Omnistate-Agenten zu treffen. Was denn für ein Königreich? Er ist überhaupt kein König. Nein, ich meinte... Ach, schon gut. Hatte... Gerade gesehen. Das hätte nicht passieren dürfen, Mutter. Er hat etwas vollkommen anderes geliefert, als er versprochen hatte. Wer denn? Der, von dem ich dir erzählt habe. Logan. Du warst bei Dogen. Obwohl ich ausdrücklich sagte, du sollst es nicht tun? Wusste Henry hat gesagt, ich könnte ihm trauen. Henry ist ein Idiot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich nicht, Christian. Dann erzähl mal. Und zwar von Anfang an, ja? Ich wusste es, dass hier so eine Scheiße hier oben ist. Ich weiß noch nicht, wie ich hier hinkomme. So, einmal Hepper und jawohl, okay. Wow, oh, hallo, zack, bam. Boah, voll ins Gesicht. Ja, der schläft erstmal, Alter, leck mir mal. Ich hab die Datenschleuse gefunden und stelle jetzt die Verbindung her. Perfekt, dann legen wir mal los und verdammt. Was ist? Was? Ich muss auch noch einen Prioritätsswitch umlenken.
Der nächste befindet sich ein paar Stockwerke unter dir. Okay. In der Kruger-Sektzentrale sind Menschen über irgendwelche Vorgänge im Allcom-Gebäude eingegangen. Ich vermute mal, dabei geht es um dich. Wieso vermutest du das? Natürlich geht es um sie. Witzig. Bam! Halt deine Schnauze! So, tschüss. Ich bin immer schnell. Ja, eben. Eben, danke. Ja, sie versteht's. Aber mein Boss nicht. Mein Kumpel, wow. Der Hund schreckt mich, was? Komm schon. Hey, was? Du fixst mich nicht, du Wichser, Alter. Oh, shit. Hör auf mit der Scheiße jetzt! Zack! Zack! Deiner Gesicht, ey. Immer Waffen, ey. Das ist so lame, Alter. Will doch keiner. Was? 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 Okay, passt. Huppa! Okay. Und huppa! Und rein. Okay, so, up Terminal. 1000 Aufnahmen, Alter. Ich kann diese Möglichkeit ausschließen. Vielleicht, wenn ich. Hast du Hunger? Ich hab gefrühstückt. Es war vor 9 Stunden, Erika. 9 Stunden? Also. Entschuldige, aber ich bin so nah dran. Die Antwort liegt direkt vor mir. Ich muss nur. Wie geht's den Mädchen? Muss ich hoch oder? Wir sind nur du, ich und ein brillanter Verstand. Ich weiß nicht. Hä? Ich fühle mich nicht gerade dafür. Vielleicht mache ich mir ja nur etwas vor. Du nicht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Deine Arbeit wird Cascadia für immer verändern. Sie wird die Welt verändern. Oh fuck. Mag sein. Hat sich diesen verfluchten Algorithmus zu Ja, könnt jetzt mal die Klappe halten. Ich muss mich ganz. Das willst du. Aber erst brauchst du eine Pause. Au! Das war schon mal topper, toller fucking Fail. Ciao. Ach ne, echt? Shit. Zack. Schnauze. So. Komm her. Hör auf mit zum Schupf, du Wichser. Hör auf mit zum Schupfen. Zack. Ins Gesicht, Penner, Alter. Okay. Switch gefunden. Ich sehe. Okay, die Verbindung wird hergestellt und ich bin drin. Oh, das wird eine Weile dauern. Na toll. Ich weiß, aber wir haben den Raum abgeriegelt. Ich arbeite dran. Toll, geil, ich freue mich. Scheiße. Schwerer Na. Ach komm, ey. Shock Protect, ja sicher. Ah, okay. Oh mein Gott, nee, Alter. Warte, bevor ich das ziehe, Alter. Warte! Scheiße, Alter, warte. Ich brauch Ausrüstung. Der Kampf, Warte, wo geht denn der Scheiß? Ne, bewege nicht. Höherer Schaden. Es ist alles nur höherer Schaden, okay. Ist alles nur höherer Schaden. Geil. Scheiß drauf. Okay, ihr Wichser. Keine falsche Bewegung, oder wir müssen dir wehtun. Schnauze! Okay, das kann's klicken. Jawohl. Verpiss dich, Alter. Hey. Ich will das machen. Der lebt auch immer. Sehr gut. Ja, komm her. Nicht dein Ernst, oder? Okay, das kannst du echt klicken. Gut. Bam! Wichser. So, noch jemand? Ins Gesicht. Oder muss ich jetzt noch warten? Jo. Was für eine Scheiße verstoße ich, du Wichser? Komm schon. Das ist doch keine Chance. Lass es einfach stecken, Alter. Au! Du greifst hier gar nichts an, Alter. Alter! Jetzt reicht's mir aber. Alles
Mann! Der Raum ist offen, ich bin fertig. Okay, ich muss hier weg. Ich hatte also recht. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Der Lütz wird der Sau. Hör auf! Safe, was los? Okay, ciao. Der ist down. Wenn das sein wäre, Junge. Ins Gesicht. Alter, geil. Sag mir wohin, Alter. Sag mir wohin. Dann zeigt es mir. Jawohl. Geronimo! Wow! Alles gut. Oh. Gut. Der Gridnode ist nicht weit von deiner aktuellen Position entfernt. Ich sollte hier weg. Irgendwer sieht mich noch immer. Keiner mehr. Allah. Die Gridnode sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Orcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Tja, dafür bin ich ja jetzt. Die ihren Beat mit einem Gridnode verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Dadurch ging die Verbindung verloren. Das ist merkwürdig. Irgendjemand hackt sich in den Grid, aber ich kann nicht sehen, wer es ist. Erst gut. Der Angriff konzentriert sich auf Anchor und die Umgebung der Bubble Mall. Jetzt werden die automatischen Notfallsysteme deaktiviert. Ist das Omnistat? Nee, es kommt von irgendwo innerhalb der Stadt. Naja, ich schätze, wir werden es noch früh genug herausfinden. Faith, versuch durch einen der Kühlschächte reinzukommen und arbeite dich dann zur CCU nach oben. Du musst sie nur mit deinem Beatlink verbinden, dann erledige ich den Rest. Und löse auf keinen Fall die Sensoren aus. Witzig. Oh, und CCU steht übrigens für die zentrale Steuereinheit. Ich glaube zwar nicht, dass dich das interessiert, aber jetzt weißt du's. Cool. Wie sich herausgestellt hat, war der All-Cam-Run nicht genug. Um herauszufinden, was auf dem Laufwerk ist, benötigt Plastic die Vorleistung eines Grid-Nodes. Die Grid-Nodes sind über die gesamte Stadt verteilt. Gigantische Datennexus, die einen essentiellen Bestandteil des Grids bilden. Und alles andere als leicht zu hacken sind. Wenn es dir jedoch gelingt, könnten dadurch außerdem wertvolle Informationen auf deinem Beatlink verfügbar werden. Auf Deutsch gesagt, ich habe keinen Plan, was heißen soll, aber ich mache einfach. Ja. Okay. Dann, let's do the shit. Da kann der witzig werden, also. Ich bin drin. Denk dran, du musst nach oben zu CCU. Und halt dich von den Sensoren fern. Außer natürlich, du hast Lust auf weitere Begegnungen mit Krugersack. Was ja durchaus möglich wäre. Halt die Klappe, Kuma. Noah, hat sich Icarus in einen Gridnode eingeklinkt? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, du hast ihm was voraus, wenn du das hier überlebst. Oder solltest du auch besser sonst? Sonst was? Sie ist in einem komplett anderen Gebäude als du, das außerdem noch ziemlich weit entfernt liegt. Plastik, ich... Wie auch immer. Pass einfach auf dich auf, Faith. Okay. Ja, und diese Dinge kommen mir doch noch bekannt vor. Also das... Ich habe das immer gern verglichen mit den Aussichtstürmen von Far Cry. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt alles mit Far Cry bin, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es so eine Kacke, so wie bei Far Cry, und es ist nicht einfach. Und auch nicht wegen diesen scheiß Strahlen hier, diesen blauen Verschissenen. Okay, so. Hey, halt dich fett! Boah, Alter. Mach mich nicht schwach! Okay, da, oh Alter, das ist so eine Kletterei, ja, leck mir am Arsch. Okay, dann, ne? Nämlich hier ist es wirklich so, ich muss einen eigenen Weg finden, es gibt keinen vorgeschriebenen. It's the problem. Ich mache das gut, ich mache das Problem. Für mich ist es Mittel. Schon, oder? Weg finden, auf die Kacke aufpassen und, oh Gott. Ich glaube hier hoch. Ja, oder hier, super. Ernsthaft? Ich kann hier hoch, ich kann hier hoch. Warte mal, was bringt mir das, wenn ich hier hoch gehe? Dann kann ich hier hoch. Aha. Und hier? Komme ich hier? Da bringt mir irgendwie mehr, kann das sein? Alter.